Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Morgen früh ist es also soweit. Die Nord Stream 1 Pipeline wird planmäßig gewartet und dafür abgeschaltet. Und es beginnt das bange Warten darauf, ob Russland nach Abschluss der Arbeiten den Gashahn überhaupt wieder aufdrehen wird. Sollte dies nicht geschehen, dann könnte sich die in Herbst und Winter drohende Gaskrise dramatisch verschärfen, mit Folgen für Verbraucher und Wirtschaft, die in ihrem vollen Ausmaß noch gar nicht absehbar sind, die den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft aber jetzt schon große Sorgen machen. Und das befeuert die Debatte darum, wie denn Verbraucherinnen und Verbraucher, aber ebenso Unternehmen entlastet werden müssten. Und welche Alternativen es denn überhaupt gibt, um künftig unabhängig zu sein vom russischen Gas. Frank Jahn. Großbadorf in Bayern ist fein raus. Die Gemeinde mit 1000 Einwohnern sorgt selbst für ihre Energie. Mit Solarkraft fing es an und nun erzeugen sie auch mit Biogas 15 mal mehr Energie, als sie benötigen. In der Biogasanlage gehen Mais und Raps in die Gärung. Das bringt Strom und Wärme für die ganze Gemeinde. Großbadorf hat fast jeder einen Öltank gehabt und da wollten wir einfach weg. Wir wollten, dass das Geld nicht bei den Scheichs in Arabien oder jetzt beim Putin landet, sondern dass das Geld in der Region bleibt. Biogas gegen die Energiekrise, auch in Bayern eine Ausnahme. Landeschef Söder fordert im ARD-Sommerinterview, dass die Ampelregierung Bioenergie stärker fördert. Alles nutzen, was hilft, heißt für Söder auch, die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Wir sind jetzt in einer neuen Notsituation. Krieg, keine Energie. Gasnotstand und jetzt kommt wahrscheinlich ein möglicher Blackout dazu. Deswegen macht es keinen Sinn, Strom für 10 Millionen Haushalte, das sind nämlich die drei AKWs, die noch da sind, abzuschalten. Das ist völlig unsinnig. Aber eine längere AKW-Laufzeit hat keine Mehrheit in der Ampelregierung. Die Not könnte noch größer werden. Nord Stream 1, die zuletzt wichtigste Erdgasverbindung aus Russland, wird morgen abgeschaltet. Planmäßig zur Wartung. Es floss ohnehin schon weniger Gas, sagt Moskau, weil eine Turbine wegen der Sanktionen in Kanada festgehalten wurde. Kanada genehmigte nun die Ausfuhr der reparierten Turbine nach Deutschland als Ausnahme wegen der Gaskrise. Wir begrüßen die Entscheidung unserer kanadischen Freunde und Verbündeten, sagt der Kanzler. Doch die Sorge, dass Russland den Gashahn nach der Wartung nicht mehr aufdreht, ist groß. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Ich glaube, die Regierung hat klar gemacht, dass sie sich auf eine solche Situation vorbereitet. Aber es wäre eine wirkliche Katastrophe, sollten wir in diese Situation hineinlaufen. Es müsse sichergestellt werden, dass die Versorger weiter Energie liefern könnten. Und es dürfe in der Krise keinem Haushalt das Gas oder der Strom abgestellt werden, der mit einer Rechnung in Verzug ist. Dafür will die Ministerin ein Moratorium. Ähnlich wie das bei der Covid-19-Pandemie schon mal passiert ist, in der Erwartung, dass Bürger, dass Familien mit geringem Einkommen Rechnungen nicht bezahlen könnten, dürfte das in diesem Winter in einer solchen Krisensituation nicht dazu führen, dass Gas oder Strom abgestellt werden. Angesichts drohender Gasknappheit und hoher Energiepreise schlägt der Städte- und Gemeindebund Alarm und bringt sogar die Einrichtung von Wärmeräumen ins Spiel. Der Winter kann sehr hart werden. Es kann sein, dass es gar kein Gas mehr gibt. Dann brauchen wir für ältere Menschen Hallen oder beheizte Räume, wo die sich jedenfalls stundenweise aufhalten können. Und das müssen Kommunen organisieren. Das ist ein Akt der Daseinsvorsorge. Vorsorge für den Ernstfall. Die aktuelle Krise haben sie in Großbadorf natürlich nicht vorhergesehen. Aber früh erkannt, dass sich Unabhängigkeit bei Energie auszahlt. Hier muss nun niemand einen kalten Winter fürchten. In der Ukraine konzentriert sich der russische Vormarsch auf die Region Donetsk im Osten. Und immer wieder treffen russische Raketen zivile Ziele. So wie heute diesen Wohnblock in Chassiv-Yar, bei dem mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen sind. Zahlreiche weitere seien verschüttet worden. Moskau beharrt zwar weiterhin darauf, nur Ziele von militärischer Bedeutung anzugreifen. Doch da erzählen die Menschen, die unsere Reporterin Shafah Larai getroffen hat und die nun plötzlich auch unter Beschuss geraten, eine ganz andere Geschichte. Druschkivka in der Region Donetsk im Osten der Ukraine. Die Front rückt immer näher. Gestern schlugen 4 Raketen hier ein. Eine traf das Einkaufszentrum der Stadt. Getötet wurde niemand, doch der Horror des Krieges sei nun auch hier angekommen, sagt ein Nachtwächter des Einkaufszentrums.
Mein Kollege und ich standen draußen, als es diese schwere Explosion gab. Und dann brach alles über uns ein. Wir sind nur gerannt und haben es in den Keller geschafft. Ein paar Kinder aus der Nachbarschaft haben sich hierher getraut. Sie wurden von der Explosion geweckt, erzählen sie. Ich habe Angst. In anderen Städten haben die Raketen auch Schulen, Kindergärten und Märkte getroffen. Wir wohnen neben einem Markt. Das macht mir Angst. Gegenüber des Einkaufszentrums befindet sich die Redaktion der Lokalzeitung von Druschkivka. Andriy ist eigentlich Reporter, doch gerade seien andere Dinge wichtiger als zu schreiben, sagt er. Viele Menschen haben durch den Krieg ihre Arbeit verloren und haben kein Geld mehr. Deshalb haben wir unser Büro zu einem humanitären Zentrum gemacht. Wir sammeln hier Hilfsgüter und verteilen sie an die, die nichts mehr haben. Auch ansonsten werde die Versorgungslage immer schwieriger. Fließendes Wasser gibt es gar nicht mehr, Strom nur noch sporadisch. Druschkivka wirkt wie eine Geisterstadt. Aber die Hälfte der 65.000 Einwohner ist noch hier. Sie hätten keinen anderen Ort, an den sie gehen können, erzählen uns viele Menschen. Hier ist unser Zuhause. Wenn es wirklich sehr schlimm wird und wir unter heftigen Beschuss geraten, müssen wir uns etwas überlegen. Aber wir haben einfach keinen Ort, wo wir hingehen könnten. Inmitten der Trümmer spielen nun die Kinder. Doch dann entdecken sie, dass die Kinderabteilung des Einkaufszentrums nicht zerstört wurde. Und für einen Moment vergessen sie den Krieg und es wirkt so, als hätten sie noch eine ganz normale Kindheit. Shafak Larai live in der Stadt Pokrovsk. Es war ja erwartet worden, dass nach der Einnahme der Region Luhansk durch russische Truppen es sowas wie eine Atempause geben könnte. Danach sieht es aber nicht aus, oder? Nein, ganz und gar nicht. Im ganzen Land gehen die Kämpfe weiter, ganz besonders hier im Osten des Landes. Die Kämpfe konzentrieren sich gerade besonders um die Stadt Bachmut herum. Dort gab es in der Nähe dieser Stadt einen Anschlag auf einen Wohnblock, bei dem 40 Menschen verschüttet wurden. Im Moment konnten 15 tot geborgen werden. Mehr als 20 werden noch unter den Trümmern vermisst. Also von einer Atempause der Kämpfe kann nicht gesprochen werden. Und wie reagieren die Menschen in den betroffenen Gebieten auf das Herannahen der Front? Die Menschen, mit denen wir hier gesprochen haben, die haben wirklich wahnsinnige Angst. Viele Orte werden jetzt zum ersten Mal von den Anschlägen betroffen. Und die Menschen haben wahnsinnige Angst, aber viele sind nach wie vor hier. Und wenn wir sie fragen, warum geht ihr nicht? Die Behörden rufen ja die Bevölkerung auch dazu auf, die Regionen zu verlassen. Sagen sie, wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Und das sind alte und kranke Menschen, aber auch viele Familien, die sagen, wir wissen nicht, wohin und wir haben auch kein Geld mehr. Und es gibt eine Beobachtung, dass sogar nicht nur Menschen nicht weggehen, sondern die, die schon geflohen waren, in die Regionen, in die umkämpften Regionen zurückkommen, weil sie sagen, unser Geld war aufgebraucht, wir hatten keine Mittel mehr, wir sind jetzt wieder in unsere Häuser zurückgekommen. Und das bei einer Versorgungslage, die sich hier zunehmend verschlechtert. Shafak, vielen Dank für die Schilderung in der Ukraine. Durch den Ukraine-Krieg ist ein anderer Konflikt in Vergessenheit geraten, bei dem Russland auch eine entscheidende Rolle spielt. In Syrien sorgt Moskau, enger Verbündeter des Assad-Regimes, nun mit seiner Blockadepolitik im UN-Sicherheitsrat dafür, dass nichts Geringeres befürchtet wird als eine humanitäre Katastrophe. Im Nordwesten des Landes liegt die letzte von Rebellen und islamistischen Milizen kontrollierte Region Idlib, die aus der Türkei über den Grenzposten Bab al-Hawa mit Hilfsgütern versorgt wird. Bislang zumindest. Denn nachdem Russland gegen eine Verlängerung des entsprechenden Mandats der UN gestimmt hat, droht morgen die Schließung des Grenzübergangs und damit ein Ende der Hilfen. Mit verheerenden Folgen für die Menschen, die hier leben und die ohnehin schon nur das Notwendigste haben zum Leben. Ramin Sina berichtet. Jeder Krümel ist heiß begehrt bei der kleinen Fatima. Viel zu essen gibt es nicht. Ihre Mutter kocht für die Familie ein wenig Hartweizen mit Linsen. In einem Camp bei Idlib leben sie als Geflüchtete im eigenen Land. Die Lebensmittel bekommen sie fast ausschließlich von Hilfsorganisationen. Mutter, Vater und 9 Kinder teilen sich das wenige Essen.
Wenn die Hilfslieferungen aufhören, wie soll ich meine Kinder ernähren? Woher sollen wir Medikamente bekommen? Uns geht es schon schlecht mit der Hilfe. Wenn die eingestellt wird, werden die Menschen stehlen, sich gegenseitig umbringen, um zu überleben. Alles hängt vom Grenzübergang Bab al-Hawa ab. Monatlich rollen knapp 1000 Lkw aus der Türkei in Richtung Idlib. Den Transport der Hilfsgüter sichert eine UN-Resolution, doch die läuft heute Nacht aus. In New York haben sich die Weltmächte im UN-Sicherheitsrat nicht einigen können, wie es weitergeht. Russland hat die Verlängerung um ein Jahr per Veto blockiert. Aufgrund der Stimme eines Landes werden Krankenhäuser Verletzte abweisen müssen, weil sie keine Medikamente haben werden. Den russischen Vorschlag, nur für 6 Monate zu verlängern, lehnten dagegen die westlichen Vetomächte als zu kurz ab. Sie hatten die Wahl. Jetzt kann das Rad der Geschichte nicht mehr zurückgedreht werden. Russland ist es ein Dorn im Auge, dass die verbündete syrische Regierung von Präsident Assad die Hilfslieferungen nicht kontrolliert. In Idlib hat Assad keine Macht. Es ist die letzte Hochburg der Aufständischen und der Islamisten. Wie die kleine Fatima sind bis zu 4 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Vielen fehlt sogar der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Nahrungsreserven reichen nur noch für wenige Wochen. Es wird eine Katastrophe geben. Es wird sehr viel unnötiges Leid erzeugen. Menschen werden definitiv sterben. Damit Bab al-Hawa doch offen bleiben kann, bräuchte es eine Einigung des UN-Sicherheitsrats. Der Familie von Fatima bleibt nur die Hoffnung auf ein kleines diplomatisches Wunder. In Südafrika haben Morde und andere Gewaltverbrechen in diesem Jahr stark zugenommen. In der vergangenen Nacht gab es einen traurigen Höhepunkt. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder. Bei Angriffen auf 2 Bars wurden mindestens 19 Menschen getötet. Zahlreiche weitere wurden verletzt. In Soweto, dem größten Township von Johannesburg, wurden 15 Menschen erschossen. Bei der Attacke auf eine Bar bei Durban gab es 4 Todesopfer. Zu den Hintergründen der beiden Taten ist noch nichts bekannt. Laut Polizei waren in beiden Fällen bewaffnete Männer in Autos vorgefahren und hatten wahllos das Feuer auf die Gäste eröffnet. Bei der Oberhauswahl in Japan zeichnet sich ein Sieg des Regierungslagers von Premierminister Kishida ab. Seine liberal-demokratische Partei LDP kommt ersten Prognosen zufolge mit ihrem Koalitionspartner Komeito auf bis zu 83 der 125 zur Wahl stehenden Sitze. Beide Parteien haben bisher schon die Mehrheit, sowohl im Oberhaus als auch im mächtigeren Unterhaus. Überschattet wurde die Abstimmung von dem Attentat auf den ehemaligen Premier Abe. Der war vorgestern auf einer Wahlveranstaltung der LDP erschossen worden. Zum Sport. Beim Herren-Tennisturnier in Wimbledon hat Novak Djokovic seinen 21. Grand-Slam-Titel gewonnen. Der Serbe besiegte den Australier Nick Kyrgios mit 4:6, 6:3, 6:4 und 7:6. Djokovic liegt damit in der ewigen Bestenliste nur noch um einen Sieg hinter dem Spanier Rafael Nadal, der 22 Grand-Slam-Turniere gewann. Bei der Tour de France hat Simon Geschke das Bergtrikot erobert. Der gebürtige Berliner übernimmt damit als 8. Deutscher überhaupt das gepunktete Trikot des besten Kletterers. Sieger der 9. Etappe von Aigle nach Châtel, Les Portes du Soleil, wurde der Luxemburger Bob Dschungels. Er selbst steht gar nicht zur Wahl, zumindest noch nicht. Und dennoch tourt Ex-US-Präsident Donald Trump, so wie hier an diesem Wochenende in Alaska, durchs Land, um das zu tun, was er am liebsten tut: Wahlkampf. Nur diesmal eben nicht direkt für sich, sondern für Kandidatinnen und Kandidaten, die voll und ganz auf seiner Linie liegen und die sich im parteiinternen Wettbewerb gerade durchsetzen müssen, um dann die republikanischen Kandidaten für die Kongresswahlen im November sein zu können. Die Partei befindet sich dabei an einem Scheideweg. Setzen sich viele Trump-unterstützte Kandidaten durch, dann könnte es das Comeback des Ex-Präsidenten untermauern. Und was es bedeuten kann, sich in der Partei gegen Trump zu stellen, das berichtet Kerstin Klein am Beispiel der Abgeordneten Liz Cheney aus Wyoming. Christine und David Fales sind Republikaner, schon ihr Leben lang. Konservative Patrioten, die ihr Land feiern, nicht nur am Nationalfeiertag, sondern Tag für Tag.
Genau deshalb unterstützen sie Liz Cheney, sagen sie, auch wenn sich die Mehrheit der Partei von ihr abwendet. Sie macht eine sehr konservative Politik und sie steht für unsere Verfassung ein, unsere Demokratie, ist ehrlich. Es geht ihr offensichtlich nicht nur um sich selbst. Ich meine, Cheney riskiert alles, ihre ganze politische Karriere, weil sie für ihre Überzeugungen eintritt und versucht, das Richtige zu tun. Cheney ist zu einer Art innerparteilicher Hauptgegnerin von Donald Trump geworden. Weil sie im Kongress den Sturm aufs Kapitol an führender Stelle mit aufarbeitet, weil sie seine Lüge von der gestohlenen Wahl als solche benennt, weil sie versucht, die Partei von Trump zu lösen. Als Republikaner müssen wir uns entscheiden, weil wir nicht gleichzeitig loyal sein können zu Donald Trump und loyal zur Verfassung. In Wyoming lässt Cheney sich kaum noch blicken. Anders ihre Gegenkandidatin Harriet Hageman wie hier in Cody. Sie wird von Trump unterstützt, stand schon mit ihm auf der Wahlkampfbühne. Ihr Sieg wäre auch einer für Trump. Keine Frage, Donald Trumps Empfehlung ist sehr wichtig hier in Wyoming. Gleichzeitig trete ich mit meiner Politik an. Aber Trump war großartig für unser Land. Seine Unterstützung hilft und freut mich sehr. Derzeit liegt Hageman in Umfragen vorn. Denn viele, auch hier in Cody, sind von Cheney enttäuscht, halten sie für eine Verräterin. Republikaner wie Christine und David Fales offenbar in der Minderheit. In Wyoming und vielen anderen Orten Amerikas. Doch aufgeben wollen sie nicht, weder Liz Cheney noch ihre Partei. Ich möchte Teil einer republikanischen Partei sein, wie ich sie von früher kenne. Ehrlich, verantwortungsbewusst, ohne dieses Mobbing. Mit Respekt für das Volk, die Verfassung, für Dialog. Mitte August wird das Rennen Cheney gegen Hageman in Wyoming entschieden. Und mit ihm auch ein Stück weit der Richtungsstreit in der republikanischen Partei. Uns bleibt zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Wie starten wir denn in die neue Woche, Claudia? Ingo, wir starten angenehm warm, dann wird es immer heißer, heißer. Wie lange das dann bleibt, wissen wir noch nicht. Was wir wissen, der Norden bekommt davon gar nicht mal so viel ab. Aber hier Beispiel Mannheim. Morgen 27 Grad, dann geht es rauf bis Mittwoch auf 35 Grad. Dann wieder leichter Temperaturrückgang, nicht mehr ganz so heiß. Zum Wochenende wieder 34 Grad. Ob das dann sogar noch ein bisschen mehr wird und zu Beginn der Woche danach sogar noch deutlich höher steigt, alles noch vollkommen unsicher. Sicher ist aber, wem das alles zu heiß ist, im äußersten Norden werden die Temperaturen deutlich erträglicher sein. Rostock morgen 20 Grad, dann geht es rauf auf 24, dann nochmal runter auf 20 Grad, dann wieder Temperaturen von bis zu 26 Grad am Wochenende. Also der gesamte Norden, Nordsee, Ostsee, Kiel, Schleswig-Holstein, da wird es bei weitem nicht so heiß wie im Süden. Das wird also der Hitzepol ab Mittwoch für Deutschland sein. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit dichteren Wolken über der Mitte zu tun. Hier liegt so ein langgestrecktes Wolkenband. Daraus fallen auch mal ein paar Tropfen, so leichter Sprüh- oder Nieselregen. Morgen im Laufe des Tages kommt dieses Wolkenband nach Osten und Nordosten voran, zerfleddert dabei aber. Die dichtesten Wolken hängen wahrscheinlich noch so im Südosten Bayerns und auch über Brandenburg, bevor sich da dann auch Lücken bilden und die Sonne häufiger rauskommt. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf 16 bis 7 Grad. 7 Grad in Schleswig-Holstein, wo es lange Zeit sternklar ist und die Luft ganz schön trocken. Und morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen im Norden von 19 bis 23, im Südwesten 26 bis 29 Grad. Und noch etwas heißer geht es dann weiter. Und Sie sehen immer den Unterschied zwischen Nord und Süd. 26 Grad Hamburg, 32 im Südwesten oder im Rhein-Neckar-Kreis. Auch am Mittwoch bis zu 35 Grad im Südwesten. Im Norden bleibt es bei angenehmen 20 bis 24 Grad. Vielen Dank für diese Aussichten, Claudia. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin, Titel, Thesen, Temperamente. Und Tagesthemen gibt es natürlich morgen Abend wieder. Dann begrüßt Sie Helge Fuß an dieser Stelle. Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.